Wie heißt das Slogan? Wo Neugier kein Alter kennt. Und das ist nicht nur ein Slogan, sondern glaubt die Realität im Museum Basel Land. Wir sind in Liestal. Erzähl mir mal schnell eine neue Ausstellung. Ich habe gesagt, bei euch wird das immer gelebt. Ich finde, das ist ein wundervolles Beispiel, um den Leuten ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert. Was ist das für eine Ausstellung? Das ist eine Ausstellung, die eigentlich ein Wettbewerb ist. Es ist ein Wettbewerb ausgeschrieben vom Baselbieter Heimatbuch. Und 250 Zeichnungen sind eingereicht worden. Miss Dorf ist das Überthema. Und effektiv zwei Kategorien von Kindern und Jugendlichen, die hier prämiert worden sind. Und die sind jetzt dort zu Also man zu uns eigentlich auch Sachen um die wir dann dort gelegen haben. Hat, eine Öffentlichkeit vorzustellen. Jetzt finde ich es ganz spannend. Mir ist aufgefallen, ihr haben ja eine Ausstellung in einem der oberen Stöcke, wo es auch um das Thema der Gemeinde geht. Ist da jetzt ein Zusammenhang geschaffen worden? Ist das das, was ihr jetzt in der Realität überhieft? Also oben in der Ausstellung das Baselbieter» da sieht man eigentlich äh, naturphänomen von Gemeinden. Das ist so ein bisschen der Erwachsenenblick in Naturphänomen Naturphänomen. Das ist das Ziel, dass wir alle 86 Gemeinden irgendwann mal können etwas zeigen können. Im Moment sind es zwölf, die schon äh, so ein Naturphänomen können zeigen können. Und natürlich eben die Verbindung so nach Gemeinden rausgehen und auch die Sachen echt anschauen. das ist unser Anliegen. Das versucht man natürlich auch mit so Zeichnungen. Es also wäre toll, wenn man das mal nachschauen. Also das ist auf, wenn man sich das vorstellt und mal in die Dörfer schauen. Also wir tragen Sachen rein, tragen aber auch dazu bei, dass wir Sachen vielleicht auch können. Und das finde ich an dieser Stelle einen ganz spannenden Aspekt, wenn wir hier hineinkommen, dass du wirklich einen Teil von außen aktiv mitbekommen haben. Das noch aus der Welt der Kinder. Man sieht jetzt auch an den Bildern an, da hat es ganze Kunstwerk drin, es haben natürlich auch kleinere Kinder, die etwas gemalt haben. Wie haben dir jetzt die Bilder klassifizieren können, die du sie gesehen haben? Hat das eine gewisse Regeln gehabt, die wir müssen befolgen oder ist es einfach ein Aspekt des Dorf aus der Sicht des Kindes? Also man musste sich eine Story uns ausdenken. Also was ist mein Dorf überhaupt? Das hat sich schon jeder selbst damit auseinandersetzen. Es hat eine Jury gegeben und die hat zwei Kategorien gemacht: also kleine Kinder und Jugendliche und dort hat man dann gewisse herausgezogen Und nach bestimmten Aspekten hat auch tolle, jetzt, die ausgewählt worden sind und einige davon sind jetzt auch in der neuen Baselbieter Heimatbuch jetzt gesehen überhaupt. Also man hat, einige sind dort jetzt abgedruckt. Wie geht man diese Ausstellung jetzt besuchen? Ich habe gesagt, man erlebt Ausstellungen bei euch. An deren kann man nichts mehr machen. Oder nimmt man Platz und malt noch mal ein neues Bild, wenn man hier vorbeigegangen ist? Genau, das könnte man machen. Es ist so, dass die Ausstellungen, die wir sonst haben, stark interaktiv sind. Hier ist es effektiv, dass man auch die Zeichnungen mal präsentieren Und das natürlich Idee, dass man die Idee ist, Familie mitbringt und seine Zeichnungen voller Stolz zeigen kann. Aber in den anderen Ausstellungen ist es schon so, dass man lernt eigentlich etwas beim Tun. Also es ist effektiv sehr interaktiv. Marc, jetzt wirft gerne noch einen Zuckerlee. Gibt es auch Primör, etwas, das wir ihr mitkriegt? Da. Ich sage einfach Thema Kirsi. <laughs> ja, wir wissen seit gestern, das also dürfen wir zumindest sagen seit gestern, wir haben den Prix Expo 2015 gewonnen. Das ist von der SCNAT, das ist ein Preis, wo man die beste äh, Schweizer Ausstellung im Bereich Naturwissenschaften zeigt. Und Kirsi ist für uns ein Beispiel, das nicht nur Naturwissenschaften ist, es ist auch eine kulturgeschichtliche Ausstellung. Es ist sehr interaktiv, wenn wir davon angefangen haben. Und sehr viel kann man dort machen und lernt beim Machen. Und das freut uns sehr, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Das ist für uns ein bisschen der Oscar. Also, unbedingt einen Besuch machen hier in Lieschl im Museum Baselland. Mit Kind und Kegel und Großmutter auch mitnehmen, das erleben.